Elizabeth Day, How to Fail. Warum wir erst durch Scheitern richtig stark werden. Oft halten wir Scheitern für die schlimmste Option, wenn wir nach Erfolg streben. Aber was, wenn Scheitern manchmal der Weg zum ultimativen Erfolg ist? In diesen Kernaussagen erkunden wir die Idee, wie Misserfolge uns wertvolle Lektionen erteilen und uns letztendlich zu einem besseren, erfolgreichen Leben führen können. Anhand von persönlichen Geschichten und Gesprächen aus dem Podcast How to Fail with Elizabeth Day werden wir sehen, wie Panik und Rückschläge tatsächlich der Ansporn für positive Veränderungen sein können. Dieser Blick auf das Potenzial des Scheiterns zeigt uns, wie wichtig es ist, aus unseren Fehlern zu lernen, unsere Werte zu erkennen und letztendlich ein erfülltes Leben zu führen. In den kommenden Kernaussagen jedes Kapitels werden wir entdecken, warum das Nichtbestehen einer Prüfung ein Weckruf sein kann, wie man in Los Angeles Grünkohlsalat bestellt und warum wir auf unglückliche Prominente hören sollten. Lass uns die Welt des Scheiterns aus einer neuen Perspektive betrachten. Kernaussage 1. Wer daran scheitert, sich anzupassen, stärkt seine Widerstandskraft für die Zukunft. Die Grundschulzeit stellt für viele Kinder eine besondere Herausforderung dar, insbesondere für ein kleines Mädchen aus England, das in den Wirren Nordirlands der 80er Jahre aufwächst. In diesem Kontext sah sich die Autorin mit einer einzigartigen Herausforderung konfrontiert. Obwohl sie in England geboren wurde, zog ihre Familie nach Nordirland, als ihr Vater eine Anstellung in einem Krankenhaus in der Nähe von Derry annahm. Zu dieser Zeit herrschten politische Unruhen und die Spannungen zwischen Engländern und Iren waren spürbar. Der englische Akzent der Autorin machte es ihr schwer, bei ihren irischen Mitschülern Anschluss zu finden. Ihre Eltern ermutigten sie stets, ihre Individualität auszuleben. Dennoch sehnte sich die Autorin in der Schule danach, dazuzugehören. Dies führte dazu, dass sie versuchte, so wenig wie möglich zu sprechen. Doch unter den damaligen Umständen war es nahezu unmöglich, von ihren Mitschülern akzeptiert zu werden. Die Hänseleien wurden schließlich so unerträglich, dass sie ihre Eltern überredete, sie auf ein Internat in England zu schicken. Obwohl das Gefühl des Nicht-Dazugehörens für die Autorin schmerzhaft war, trug es dazu bei, wertvolle Fähigkeiten zu entwickeln. Als Außenseiterin wurde sie zu einer aufmerksamen Beobachterin des menschlichen Verhaltens, was sich später in ihrer Karriere als Journalistin und Romanschriftstellerin als äußerst nützlich erwies. Nicht nur die Autorin, sondern auch viele der erfolgreichen Menschen, mit denen sie für ihren Podcast spricht, wurden in der Schule gehänselt. Dazu gehören die amerikanische Schauspielerin Christina Hendricks und die in Guyana geborene politische Aktivistin Gina Miller. Doch die meisten von ihnen lernten durch diese schmerzlichen Erfahrungen, widerstandsfähiger im späteren Leben zu werden. Christina Hendricks wurde in der Schule sogar angefeindet und angespuckt. Doch ihre Art und Weise, mit diesen Anfeindungen umzugehen, ebnete den Weg für ihre zukünftige Karriere. Sie kreierte eine neue Persönlichkeit und begann, schwarze Kleidung und schwere Doc Martens-Stiefel zu tragen, was ihr sozusagen eine Rüstung gegen die Tyrannen verlieh. Zusätzlich fand sie Zuflucht in der Theatergruppe der Schule, wo sie immer mehr Rollen übernahm und durch die Schauspielerei ihre Gefühle ausdrücken konnte. Gina Millers Peiniger stahlen ihr im Internat das Parfüm ihrer Mutter, das sie gegen Heimweh bei sich trug. Anstatt wütend zu reagieren, setzte sich Miller mit übertriebener Nettigkeit zur Wehr, da sie gehört hatte, dass viele Tyrannen durch Freundlichkeit entwaffnet werden können. Diese positive Widerstandsfähigkeit würde ihr auch im späteren Leben nützen, insbesondere als sie 2016 Todesdrohungen erhielt, nachdem sie vor Gericht die Rechtmäßigkeit des britischen Brexit-Plans in Frage gestellt hatte. Kernaussage 2. Die 20er sind das perfekte Lebensalter, um durch wichtige Prüfungen zu fallen. Die ältere Schwester der Autorin war in ihrer Teenagerzeit so geschickt im Autofahren und Sportschießen, dass sie sich den Spitznamen Jane Bond verdiente. Daher war es verständlicherweise frustrierend für die Autorin, als sie aufgrund eines kleinen Fehlers bei ihrer eigenen Führerscheinprüfung durchfiel. Dennoch erwies sich dieser scheinbare Misserfolg letztendlich als Glücksfall. Durch das Scheitern fühlte sich die Autorin bei ihrer zweiten Prüfung selbstbewusster. Sie hatte das Gefühl, ohnehin nichts mehr zu verlieren, was es ihr ermöglichte, die zweite Prüfung mit Bravour zu bestehen. Dieser Vorfall führte sie zu der wichtigen Erkenntnis, dass Prüfungsergebnisse oft willkürlich sind und nicht nur von den eigenen Fähigkeiten abhängen. Zwischen den beiden Prüfungen hatte sie schließlich nicht das Autofahren neu gelernt, sondern der Prüfer und ihre Verfassung an diesem Tag hatten den Ausschlag gegeben. Ähnlich wie Elizabeth Day lernte auch die Journalistin Dolly Alderton, dass Erfolg in dieser Lebensphase nicht selbstverständlich ist.
Als Privatschülerin wurde Alderton oft verwöhnt und nicht angemessen auf die Realitäten des Erwachsenenlebens vorbereitet. Als sie sich schließlich um einen Studienplatz bewarb und eine Absage von der Universität Bristol erhielt, war sie zuerst schockiert. Heute betrachtet sie diesen Rückschlag jedoch als Glücksfall. Hätte sie die Zulassung erhalten, hätte sie weiterhin im Glauben gelebt, dass der Erfolg ihr einfach zufallen würde. Die 20er sind eine Zeit, in der wir viel über uns selbst und die Herausforderungen des Lebens lernen. Die Autorin selbst arbeitete bereits in ihren frühen 20ern als Journalistin. Dennoch fühlte sie sich, als ob sie in diesem Alter viel mehr erleben sollte. Alle in ihrer Umgebung schienen aufregende Abenteuer und Möglichkeiten zu erleben, während sie sich in ihrem Job versteckte und von einer Langzeitbeziehung zur nächsten stolperte. Der Autor David Nichols sieht es als völlig in Ordnung an, dass die 20er oft von Misserfolgen geprägt sind. Dieses Jahrzehnt bietet die perfekte Gelegenheit, Dinge auszuprobieren, zu scheitern und von vorne anzufangen. Für viele sind die 20er eine Phase des Übergangs ins Erwachsenenleben. Die Autorin selbst war so begierig darauf, erwachsen zu werden, dass sie unmittelbar nach dem Studium nach dem perfekten Job und dem perfekten Ehemann suchte. Erst nachdem sie in beiden Bereichen gescheitert war, erkannte sie, dass es keinen Grund zur Eile gab und dass sie erst herausfinden musste, was sie wirklich wollte. Kernaussage 3: Wer an Dating und Beziehungen scheitert, lernt viel über sich selbst. In den 20ern und frühen 30ern wechselte die Autorin von einer Langzeitbeziehung zur nächsten und fand schließlich den Weg in eine Ehe. Trotz der Fortschritte in Bezug auf Gleichberechtigung verliefen diese Beziehungen nach den Mustern der 1970er Jahre. Die Autorin übernahm die Rolle des Einkaufens, Kochens und Putzens im gemeinsamen Haushalt, all dies zusätzlich zu ihrem Vollzeitjob. Schließlich scheiterten all diese Beziehungen. Damals glaubte sie, dass die Doppelbelastung von Arbeit und Hausarbeit sie zu einer starken Frau machte. Doch heute weiß sie, dass sie die Männer in ihrem Leben von damals besser behandelte als sich selbst. Trennungen und sogar Scheidungen sind immer schmerzhaft. Doch für die Autorin waren diese Erfahrungen notwendig, um herauszufinden, wie ein erfülltes Leben für sie aussieht. Nach der Scheidung floh die Autorin nach Los Angeles und verbrachte 3 Monate dort. LA erwies sich als der perfekte Ort, um wieder zu sich selbst zu finden. Dort konnte sie Abstand von ihrer gescheiterten Ehe gewinnen, sich von ihren Ängsten lösen und neue Perspektiven gewinnen. Sie erkannte, dass sie in vergangenen Beziehungen immer versucht hatte, sich durch den anderen Menschen zu vervollkommnen. Jede gescheiterte Beziehung half ihr jedoch, sich und ihre eigenen Bedürfnisse klarer zu sehen, und dafür war sie dankbar. Als alleinstehende Frau Mitte 30 erkannte sie schließlich, dass sie niemanden brauchte, um sich zu vervollkommnen. Aber das machte das Dating nicht unbedingt einfacher. Nun musste die Autorin sich erst einmal an die neue Welt des Online-Datings gewöhnen. Sie probierte alle möglichen Plattformen aus, sogar einen teuren Dating-Service, der sich am Ende als reine Geldverschwendung herausstellte. Diese Partnervermittlungsdienste werben oft damit, dass sie ihre Kunden vor schlechten Dates bewahren. Doch oft sind es gerade die schlechten Dates, die uns dabei helfen, herauszufinden, was wir wirklich wollen. Ihre Dating-Misserfolge halfen der Autorin beispielsweise zu erkennen, dass sie dazu neigte, es allen recht machen zu wollen. Sie dachte ständig darüber nach, was andere von ihr erwarteten, und stellte ihre eigenen Bedürfnisse dabei hinten an. Ihre gescheiterten Beziehungen lehrten sie auch, wie wichtig es ist, ein ehrliches und positives Selbstbild auch inmitten des Herzschmerzes zu bewahren. Wenn jemand Schluss macht, neigt man oft dazu, dies als deren Pech zu bezeichnen, um sich selbst besser zu fühlen. Und das kann durchaus wahr sein. Kernaussage 4: Nur wer reich und berühmt ist, kann wie ein Promi aussehen. Für Frauen ist es oft eine Herausforderung, in einer Kultur zu leben, in der die Medien ständig das makellose Aussehen von Prominenten präsentieren. Die Autorin hat aus erster Hand erfahren, dass es für Frauen mit einem gewöhnlichen Lebensstil unmöglich ist, einen solchen makellosen Promi-Look aufrechtzuerhalten. Dies wurde ihr besonders bewusst, als sie für einen Artikel in der Sunday Times versuchte, eine Woche lang wie Gwyneth Paltrow zu leben. Gwyneth Paltrow vermittelt über ihr Online-Imperium Goop den Eindruck, dass jeder, der die richtige teure Gesichtscreme, die passende Yogahose und ein gesundes Kochbuch hat, genauso glücklich und hübsch sein kann wie sie.
Die Planung dieses Selbstversuchs war überraschend einfach, da die Goop-Website eine Vielzahl von veganen Restaurants, Wellness-Spas und Kosmetikstudios in und um Los Angeles empfiehlt. Der Selbstversuch begann mit köstlichem veganem Essen im Café Gratitude, wo alle Gerichte nach bewundernswerten Eigenschaften benannt sind und jede Bestellung mit den Worten "Ich bin" beginnen muss. Wenn man beispielsweise den Grünkohlsalat bestellen möchte, muss man dem Kellner sagen "Ich bin umwerfend". Dann besuchte die Autorin eine urbane Schwitzhütte, wo sie in eine Art Metallkokon gewickelt wurde und buchstäblich wie eine Ofenkartoffel geröstet wurde. Die extremen Temperaturen im Kokon sollen den Stoffwechsel aktivieren und in weniger als einer Stunde über 1500 Kalorien verbrennen. Immerhin konnte sie Netflix schauen, während sie sich fühlte, als würde sie buchstäblich gegrillt. Danach unterzog sie sich einer Radiowellengesichtsbehandlung, die stolze $2000 kostete. Bei der Beratung wurde ihr auch geraten, Fillers unter die Augen spritzen zu lassen. Obwohl dies vorübergehende blaue Flecken verursachen würde, die wie blaue Augen aussehen, wurde es als großartig angepriesen und selbst die 20-jährige Tochter der Ärztin habe es bereits ausprobiert. Statt sich für Fillers zu entscheiden, entschied sich die Autorin für eine vaginale Dampfbehandlung, die von Paltrow im Jahr 2015 zur Förderung der Gebärmuttergesundheit und des hormonellen Gleichgewichts empfohlen wurde. Die Woche endete mit einem zweistündigen Workout bei Paltrows Lieblingstrainerin, Tracy Anderson. Eine Freundin der Autorin, die sie zu Andersons Unterricht begleitete, bemerkte, dass die anderen Teilnehmerinnen alle gleich aussahen und sich während des gesamten Kurses im Spiegel betrachteten. Es sei der narzisstischste Sportkurs gewesen, den sie je besucht hatte. Am Ende der Woche zog die Autorin das Fazit, dass nur wohlhabende Prominente Zeit und Geld für einen solchen Lebensstil haben. Ihr Leben ist so sehr darauf ausgerichtet, ihr Image aufrechtzuerhalten, dass keine Energie für andere Dinge übrig bleibt. Kernaussage 5: Freundschaften sind nicht immer einfach, können aber erfüllender sein als romantische Beziehungen. In der Grundschule hatte die Autorin eine enge Freundin namens Susan. Die beiden unternahmen fast alles zusammen, von Theateraufführungen über Bowling bis hin zu Tanzpartys zu ihren Lieblings-ABBA-Liedern. Susan war nicht nur eine großartige Freundin, sondern auch in Mathe und Kunst herausragend. Zwei Fächer, in denen die Autorin nie besonders gut war. Dann tauchte eines Tages Rachel auf. Rachel zeichnete sich nicht nur in Mathe und Kunst aus, sondern schien in fast allem brillant zu sein. Die Autorin musste hilflos mit ansehen, wie Susan immer mehr Zeit mit Rachel verbrachte und sich immer weiter von ihr entfernte. Es ist bezeichnend für die Komplexität von Freundschaften, dass diese Zurückweisung aus ihrer Schulzeit die Autorin auch nach 30 Jahren noch beschäftigt. Wahrscheinlich hat dieses Erlebnis sie auch dazu veranlasst, in der Folge nur zögerlich enge Freundschaften zu schließen. In ihrem Internatsleben fand sie sich in einer lockereren Gruppendynamik wohler. Erst an der Universität fand sie schließlich eine neue beste Freundin. Auch im Bereich der Freundschaften hat die Autorin einige Misserfolge zu verzeichnen. In ihren 20ern beging sie oft den Fehler, zu schnell zu urteilen und unverlangt Ratschläge zu erteilen, anstatt Freundinnen in Not unvoreingenommen zu unterstützen. Doch sie hat aus diesen Fehlern gelernt. Heute bemüht sie sich stets darum, im Umgang mit ihren Freundinnen offen, empfänglich und warmherzig zu sein. Dies hat ihren Glauben gestärkt, dass echte Freundschaften oft erfüllender sein können als romantische Beziehungen. Auch für Phoebe Waller-Bridge, die Schöpferin der beliebten britischen Fernsehserien Fleabag und Killing Eve, sind enge Freundschaften ein grundlegender Bestandteil ihres Lebens. Ihre Geschäftspartnerin Vicky Jones ist gleichzeitig ihre beste Freundin und die Serie Fleabag basiert teilweise auf ihrer engen Beziehung. Jones gibt Waller-Bridge das nötige Selbstvertrauen, um an ihrer kreativen Arbeit festzuhalten, ohne die Angst vor dem Scheitern zu fürchten. Waller-Bridge weiß, dass Jones immer für sie da sein wird, um sie aufzufangen, und ihre Beziehung ist eine wahre Form von Liebe. Die Männer in ihrem Leben sind dabei eher wie Geliebte. Die Autorin hat inzwischen ein vollständiges Verständnis dafür entwickelt. Nach ihrer eigenen Scheidung waren es vor allem ihre engen Freunde, die ihr durch schwierige Zeiten geholfen haben. Außerdem hat sie gelernt, wie man Freunde loslässt, ähnlich wie sie es bei Susan tun musste. Sie weiß, dass man solche Entwicklungen nicht persönlich nehmen sollte. Denn manchmal bedeutet Freundschaft auch, eine Freundin alleine in ihre nächste Lebensphase ziehen zu lassen und ihr nur das Beste zu wünschen. Kernaussage 6: Auf Kinder zu verzichten kann schmerzhaft sein, doch selbst dieser Schmerz kann überwunden werden.
Die Autorin hegte schon in jungen Jahren den Wunsch, eigene Kinder zu haben. Bereits als Teenager hatte sie zusammen mit ihrer Schwester Spaß daran, Babynamen zu überlegen. Daher war es für sie besonders schmerzhaft, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass sie möglicherweise nie schwanger werden könnte. Dies erwies sich als eine der schwersten Herausforderungen ihres Lebens. Obwohl sie während ihrer Schulzeit über Verhütungsmittel und sexuell übertragbare Krankheiten aufgeklärt wurde, erfuhr sie wenig über Fruchtbarkeit. Die Autorin war 35 Jahre alt, als sie sich ernsthaft mit dem Thema Kinderwunsch auseinandersetzte. Zuvor hatte sie 2 Jahre lang erfolglos versucht, mit ihrem damaligen Ehemann schwanger zu werden. Ein Arzt erklärte ihr schließlich, dass sie eine zweigeteilte Gebärmutter habe, was die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt erhöhte. In-vitro-Fertilisation, IVF, wurde als Option vorgeschlagen, um ihre Chancen zu verbessern. Es wurde ihr klar, dass im Bereich der Empfängnis die einzige Gewissheit war, dass nichts sicher war. Trotz der emotionalen Belastung und des enormen Drucks auf ihre Ehe, entschied sich die Autorin für den Versuch einer künstlichen Befruchtung. Dies stellte nicht nur eine körperliche Herausforderung dar, sondern auch eine emotionale. Sie war bereit, alles zu versuchen, um ihre Chancen zu erhöhen, und unterzog sich schmerzhaften Eingriffen, wie dem Ankratzen der Gebärmutterschleimhaut, was so schmerzhaft war, dass sie ohnmächtig wurde. Nach 2 erfolglosen IVF-Zyklen musste die Autorin akzeptieren, dass sie vielleicht niemals ein eigenes Kind haben würde. Dies war eine äußerst schwierige Entscheidung für sie. Die amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Gilbert bemerkte einmal, dass viele Frauen in dem Glauben erzogen werden, dass Kinderlosigkeit das schlimmste Schicksal sei, das ihnen widerfahren könne. Doch das muss nicht der Fall sein. Tatsächlich entscheiden sich immer mehr Frauen bewusst gegen eigene Kinder und führen dennoch ein erfülltes Leben. Im Nachhinein bereut die Autorin, dass sie hauptsächlich männliche Ärzte konsultierte, während sie sich mit IVF befasste. Diese Männer waren oft distanziert und bewerteten ihre Testergebnisse nüchtern als enttäuschend. Die wenigen weiblichen Fachleute, mit denen sie Kontakt hatte, waren weitaus verständnisvoller und vermittelten ihr nicht das Gefühl, dass ihr Körper sie im Stich gelassen hätte. Kernaussage 7. Von Frauen wird oft erwartet, dass sie an ihrer Wut scheitern, doch das ändert sich nun endlich. Frauen haben neben der erweiterten Entscheidungsfreiheit beim Kinderkriegen eine weitere wichtige Freiheit erkämpft, die Freiheit, wütend zu werden. Über lange Zeiträume hinweg wurden wütende Frauen als irrational, lächerlich oder sogar gefährlich abgestempelt. Vor einigen Jahrhunderten wurden sie als Hexen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Noch vor einigen Jahrzehnten weigerte sich eine wütende schwarze Frau, ihren Sitz im Bus einem weißen Mann zu überlassen. Diese Frau namens Rosa Parks wird in den Geschichtsbüchern oft als eine sittsame Dame dargestellt, obwohl sie sich selbst damals als wütend bezeichnete, und das zu Recht. Wut besitzt eine enorme Kraft. Männer haben in der Regel keine Probleme damit, diese Kraft zu nutzen, ohne Angst zu haben, als hysterisch bezeichnet zu werden. Die Schriftstellerin Phoebe Waller-Bridge glaubt, dass Männer ihre Wut oft als einen natürlichen, instinktiven Teil ihres Wesens betrachten, während Frauen ihre Wut oft als falsch empfinden. Wütend zu werden, fühlt sich für sie so an, als würden sie die Kontrolle verlieren. In Film und Fernsehen können wütende Männer Superhelden wie Batman sein, während wütende Frauen eher als gefährliche und verrückte Kriminelle charakterisiert werden. Wut wird heute immer noch oft als ein unweiblicher Charakterfehler dargestellt, ganz so, wie es die Schriftstellerin Gloria Steinem vor einigen Jahrzehnten beschrieben hat. Aber glücklicherweise hat sich in letzter Zeit auch etwas verändert. Viele dieser positiven Veränderungen lassen sich auf die Georgian MeToo-Bewegung zurückführen. Die sexuellen Missbrauch durch mächtige Männer, darunter vor allem der Hollywood-Produzent Harvey Weinstein, erstmals in der breiten Öffentlichkeit thematisierte. In der Folge begannen Frauen weltweit, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. Zum ersten Mal fühlte es sich so an, als sei es in Ordnung, wütend zu sein. Die Autorin selbst hat ihre eigenen Erfahrungen mit männlichen Übergriffen gemacht. Einmal wurde sie von einem Kollegen im Zuge eines gewalttätigen Ausbruchs an die Kehle gefasst. Ein anderes Mal wurde sie von einem Yogalehrer bedrängt. Doch die Autorin kann sich nicht erinnern, in diesen Situationen Wut empfunden zu haben. Damals fragte sie sich sogar, was sie getan hatte, um das Verhalten der Männer zu provozieren. Glücklicherweise ändern sich solche Denkweisen und unsere Gesellschaft findet hoffentlich bald ein gesundes Gleichgewicht zwischen Empathie und Wut. Denn Frauen sollten auch ihre Wut auf konstruktive und kreative Weise nutzen können,
als transformative Kraft, die dazu beitragen kann, die Welt zu verbessern. Kernaussage 8. Am Erfolg zu scheitern ist kein Widerspruch. Es hilft uns zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Oftmals verdrehen wir die Augen, wenn wir hören, dass erfolgreiche Menschen unglücklich sind. Schließlich scheinen sie alles zu haben, was man sich wünschen kann, einschließlich Ruhm und Geld. Doch hierbei übersehen wir eine wichtige Erkenntnis. Der Erfolg allein macht nicht zwangsläufig glücklich. Im Laufe der Jahre und nach zahlreichen Interviews mit Prominenten hat die Autorin gelernt, dass Ruhm und Reichtum nicht zwangsläufig zu Zufriedenheit führen. Vielmehr erleben viele berühmte Menschen ihren Ruhm als belastend. Robert Pattinson beispielsweise fand, dass die Isolation und der Kontrollverlust, die mit der Prominenz einhergehen, Menschen verrückt machen können. Er suchte Hilfe in einer Therapie, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Simon Pegg empfand während seiner ersten britischen Fernsehshow Spaced, als er noch kein weltweit bekannter Star war, mehr Glück. Nachdem er in großen Franchise-Hits wie Star Trek und Mission Impossible mitgespielt hatte, fühlte er sich wie eine verlorene Seele inmitten des Glamours von Hollywood. Erst als er mit Anfang 40 aufhörte zu trinken, Vater wurde und begann, sich auf sein Privatleben zu konzentrieren, konnte er die materiellen Vorteile des Erfolgs wirklich genießen. Auch Nicole Kidman kämpfte mit Depressionen, obwohl sie einen Oscar für ihre Rolle als Virginia Woolf in The Hours gewonnen hatte. Erst nach einer Auszeit und einer Neuordnung ihres Lebens fand sie wieder zu sich selbst und konnte die Arbeit in der Schauspielerei erneut genießen. Die Autorin konnte sich in den Erfahrungen dieser Prominenten wiederfinden. Sie selbst profitierte von einer Therapie und lernte, den Kreislauf negativer Gedanken zu durchbrechen. Sie konzentrierte sich nicht mehr auf die Kritik von anderen, sondern auf ihre persönlichen Erfolgskriterien, insbesondere darauf, ihre Geschichten so ehrlich wie möglich zu erzählen. In diesem Kontext zeigt die Kernaussage, dass Erfolg und Scheitern oft miteinander verknüpft sind und dass es von individuellen Perspektiven und Einstellungen abhängt, wie man diese Erfahrungen bewertet. Sie bezieht sich auf die Idee, dass jede Erfahrung die Fähigkeit hat, sowohl als Erfolg als auch als Misserfolg betrachtet zu werden. Wie eine Geschichte letztendlich bewertet wird, liegt in der eigenen Hand. Zusammenfassung zum Buch von Elizabeth Day, How to Fail. Warum wir erst durch Scheitern richtig stark werden. Die Hauptbotschaft dieser Zusammenfassung ist, dass Misserfolge und Scheitern wichtige Lektionen im Leben darstellen. Ob es in der Schule, in Beziehungen oder im Beruf geschieht, können diese Erfahrungen dazu beitragen, uns widerstandsfähiger, klüger und glücklicher zu machen. Die Fähigkeit, Misserfolge aus einer positiven Perspektive zu betrachten, kann dazu führen, dass scheinbare Rückschläge in tatsächliche Erfolge umgewandelt werden. Es geht darum zu erkennen, dass Misserfolge uns helfen, uns selbst besser zu verstehen und zu erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!